Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu FIFA 17 The Journey. Ja, endlich geht es weiter. Mittlerweile ist ja auch die Vollversion von FIFA 17 erschienen, die ich mir natürlich auch gleich gekrallt habe, um The Journey weiter zu zocken. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Es steht wieder ein Trainingstag auf dem Programm. Heutiger Schwerpunkt ist freies Training. Mal schauen, ob wir endlich mal in die Startelf kommen. Who's ready to do a little work today? Come on then, let's get to it. Heutige Trainingseinheit Übung hinzufügen, Übung 2 hinzufügen. Mal schauen, da können wir uns jetzt anscheinend aussuchen, was wir nehmen. Ich würde sagen, wir machen mal einen Triplingsparcours. Und als zweite Übung machen wir Schussgenauigkeit, Lupfer, machen wir Weitschusstraining. Und das tun wir natürlich nicht simulieren, sondern ihr seid dabei, wie ich versuche, die Slalomstangen zu durchtrippeln. Wahrscheinlich fliege ich 100 Mal aufs Maul. Oh. Dribbling ist auch nicht so sehr meine Stärke, besonders nicht unter Zeitdruck. Schon mal der erste Fehler, verdammt. Hallo? Oh je, ich verliere richtig viel Zeit. Verdammt. Nee, das war leider nix. Knapp. Aber ich würde sagen, mal schauen wir mal das Ergebnis an und gucken wir mal. Ja, C ist leider nicht so gut. Weitschusstraining kommt jetzt. Sollte, denke ich, besser sein. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Der war gut. Der war auch gut. Latte. Es läuft ja richtig. Sehr schön. Wir treffen. Passt bei jedem Schuss. Exzellent. Über 21.000 Punkte. Sehr gut. Weitschüsse hat sich echt gelohnt. Ja, Balance ist gestiegen. Das ist sehr gut. Und wir machen weiter. Startelf reicht es leider noch nicht, wie es aussieht. Aber mal schauen, wir haben eigentlich eine FIFA Ultimate Teams Belohnung freigeschaltet. Die können wir dann auch später mal freischalten. Und das nächste Spiel steht auf Tagesordnung. Gegen Stoke City spielen wir auswärts. Und es reicht leider wieder nicht für die Startelf. Leider. Wir spielen wieder mit dem kompletten Team. Sind aktuell zweiter Platz hinterm FC Chelsea. Und vor Manchester United. Mit allen drei haben 9 Punkte. Vierter Platz ist Arsenal mit 7 Punkten. Und ja. Halbe Stunde noch. Jetzt darf Alexander ran. Tottenham liegt hier deutlich vorn. Eigentlich dürfte nichts mehr passieren. Wenn sie so weitermachen, bekommt auch Hunter noch seine Torchance.
die gleichen Anforderungen wie im letzten Spiel. 7,0. Wir müssen ein Tor schießen und das Spiel gewinnen. Oh, Di Maria mit dem Freistoß. Walker, würde ich sagen, tut mal ausführen. Oh! Bam, mein erstes Freistoßtor in FIFA 17. Läuft doch, Leute. Heiligs Blechle. Richtig geil. Richtig geil. Sie haben es ja doch ein bisschen anders gemacht wie im 16er. 4-1 steht es aktuell, alles klar. Gut, gegen Stoke City ist jetzt nicht so der schwere Gegner, wie ich finde. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal einen Durchbruch schaffen. Die Gäste werden wechseln. Mit dem Alexander. Außen wird Einwurf geben. Shaqiri am Ball. Was, Shaqiri bei Stoke City? Das könnte die Gelegenheit geben. Ernsthaft? Flanke kommt, wird das eine Chance? Einwurf. Nur Shaqiri. Allen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da holt er den Ball zurück. Jetzt die Maria am Ball. Alex Hunter. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Er versucht's. Schade. Ganz stark abgeblockt. Imbula. Shaqiri. Das gibt Einwurf. Shaqiri am Ball. Afellay. Der ist ein richtig guter Spieler, ey. Stoke City. Hätte ich nicht gedacht. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Wanyama. Chance vertan, die Kugel ist weg. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Song. Das könnte gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Allen. Leider nichts geklappt. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Er holt sich die Flanke. Wir müssen wirklich unsere Leistung bringen, weil in der letzten Folge haben wir ja unseren ärgsten Konkurrenten gesehen. Mit Di Maria. Gutes Stellungsspiel und so. Und er hat auch schon ein Tor geschossen. Glaube ich. Ne, der Walker war's. Das könnte die Chance werden. Gute Aktion. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Alex Hunter. Und direkt zurückgespielt. Alex Hunter jetzt. Abwehr hat aufgepasst. Einmal war es ein toller Pass, einmal war es ein schlechter Pass. Schade. Mann, ey. Nun Bojan. Und er gewinnt den Zweikampf. Nein. Wanyama. Rose. Das könnte gefährlich werden. Jetzt können sie neu aufbauen. Es gibt Abschluss. Zu hektisch. Schade. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Dazu waren sie zu überlegen. Das Resultat aktuell reicht Stoke nicht. Jetzt packen sie hier die Brechstange aus. Okay. Arnautovic. Puh. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Da trennt er ihn fair vom Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Traumpass auf
Und der was für ein schöner Lupfer von Alexander. Wahnsinn. Sehr schön gemacht. 7,9. Sehr schöner Lupfer. Und die Maria. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Freut sich auch für uns, wie es aussieht. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Oh, mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Johnson. Wollschein. 8,0 aktuell. Sieht sehr gut aus. Shawcross. Es ist noch genug zu spielen. Wir können noch ein Tor schießen. Und er geht an ihm vorbei. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wow. Puh. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Gehalten von Loris. Klasse Aktion. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Schuss. Machen Sie nochmal Druck, hey. Jetzt zeigen Sie immerhin Charakter und versuchen zumindest wieder etwas ranzukommen. Tottenham spielt jetzt auch nicht mehr so konzentriert. Aber egal, wir haben gewonnen. Alexander hat ein Tor geschossen. Super Tor, du hast den Keeper hervorragend überlistet. Beeindruckende Übersicht bei diesen Stallpässen. 7,9 Wertung und 7,0 war Voraussetzung oder war empfohlen. Die Ergebnisse lese ich nicht mehr vor. Hatte ich ja im letzten Video schon gesagt. Und ja. Spielbelohnung, Startelf-Bonus kriegt man leider nicht. Torschützenbonus, wie immer 400 Points. 400 Pfund. Die Einnahmen steigen und ja, wir rücken der Starthilfe ein Stück näher. Leider noch nicht ganz dran. Aber ja, wird auf jeden Fall. Weiter geht's. Man, have a seat, lad. You know, back when I was playing, I used to dream of playing in Europe. Traveling the continent, facing the best of the best. European football. It's a different beast. It's slower, more tactical. As you know, we have to submit a list of players for our games in Europe, and the gaffer hasn't put your name on it. Look, play well, and you'll get your chance in Europe, but just not this season. All right. Das ist natürlich eine bittere Nachricht. You will get your chance, Alex. Just all in good time, eh? Go on. Ja, das ist natürlich die schlechteste Nachricht, was ein Fußballer kriegen kann, dass er beim Europapokal beziehungsweise überhaupt bei einem Turnier nicht dabei ist. Das ist wirklich das Schlechteste, was man überhaupt kriegen kann als Nachricht. Ja, wie gesagt, weiter trainieren und dann kommt unsere Chance von ganz allein, hoffe ich zumindest. Zumindest sind wir aktuell erster Platz mit 12 Punkten. Zweiter ist Chelsea mit ebenfalls 12 Punkten. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter. Trainingstag Schießen steht auf der Tagesordnung. Und das versuchen wir natürlich wieder unsere Leistung zu bringen. Dass wir endlich mal in die Startelf kommen. Mal gucken. Weitschüsse stehen jetzt aktuell auf der Tagesordnung. Das haben wir ja vor uns schon mal geübt. Da hatten wir über 20.000. Ich muss weniger. Ja, so läuft es. Sehr schön. Sehr schön. Ja,
Jetzt ist eigentlich egal, ob wir oben oder unten treffen. Hauptsache, wir treffen die Dinger. Sehr gut. Jawohl. Sehr schön. Oh ja, es läuft, es läuft. Ja. Gucken, ob unsere Leistung noch über Briten. 25.000, wir können sogar noch eine 30 schaffen, wenn es weiter so läuft. Ja. Jo, 31.000, sehr gut. Nächstes Training, Kopfbälle und Volleys. Im letzten Spiel haben wir ja ein Lupfertor gemacht. Sehr gut. Ja, sehr schöner Schuss. Oh, sehr gut gemacht. Nochmal ein schönes Tor. Boah. Schade. Jetzt dreht er aber auf, der Hunter. Sehr gut. Haha, sehr guter Paul. Oh, haha. 11.000 Punkte. Cool. War, denke ich mal, ein sehr erfolgreiches Training. Schauen wir mal, was die Attribute sagen. Die steigen ganz schön. Ist noch nichts Spektakuläres, aber ich denke mal, man kann schon ganz zufrieden sein. Für den Anfang zumindest. Dann machen wir gleich mal weiter. Das nächste Spiel steht an gegen Sunderland. Ja, das seht ihr dann aber in der nächsten Folge von The Journey. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.